Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu dem zweiten Part hier in Splatoon 2 Online. Aber bevor es losgeht, möchte ich mich erstmal umkleiden und eine andere Waffe wählen. Im ersten Part haben wir ja die allseits bekannte Waffe im Junior-Klexer gespielt. Heute spielen wir eine andere Waffe und ich habe mich schon etwas hochgelevelt und ja, davor müssten wir schon mal einige Waffen gespielt haben. Beziehungsweise halt einige erspielt haben und halt auch freigeschaltet haben. Und ja, Artie will uns zuquatschen, dass wir jetzt die ganzen Waffen auch freigeschaltet haben. Aber zum Glück können wir das überspringen mit ZR. Einfach alles überspringen. Und ja, zum Glück haben die dies gemacht. Weil dieses ständige Gelaber von Artie war ein bisschen nervig. Es ist zwar schön, was so kleine Informationen, was zur Waffe zu bekommen. Aber wenn man jetzt eine Menge freigeschaltet hat, wie ich jetzt zum Beispiel, dann kann das schon eine Weile dauern, bis er mal aufhört zu reden. Und selbst beim leichten Überspringen kann das jetzt trotzdem mal ein bisschen dauern. Aber er ist zum Glück jetzt fertig mit dem Reden. Wunderbar. Ja, ist wirklich schade, aber trotzdem ist es eine nette Idee, ihn mal schneller ausreden zu lassen. Gut, wir haben ja auf jeden Fall jetzt schon eine Menge freigeschaltet fürs erste Mal. Airbrush MG, den Tentatec Kleckser, den Blaster, naja, Carbonroller, Klecksroller und den Quasto, aber das ist jetzt schon mal die erste neue Waffe, so... Okay, DLC werde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber auf jeden Fall so kam so ein kleines Mini-Update, was aber im Spiel integriert wurde wahrscheinlich, weil man hat es nicht selbst geupdatet manuell, sondern es war irgendwie automatisch im Spiel einfach so drinne. Und ja, da muss ich jetzt sagen, mit Pinsel kann ich nicht so gut umgehen. Jedenfalls nicht mit dem Quasto, der liegt mir nicht so. Wenn schon mit Pinsel, dann mit dem Kalligraphen, der... ist etwas besser. Aber ich habe gerade aber keine Ahnung, wann man den freischaltet. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch was. Dann haben wir noch den Kleckskonzentrator, einen Schwapper, den Splatling, nice Sache. Ein Klecksdoppler, okay. So wie das aussieht, ist es noch ein Enzep. Und. Ah, das könnte der Kalligraph sein. Nice. Also ab Stufe 10. Wunderbar. Dann. Ja, wir können ja schon mal ein paar Waffen kaufen. Ist das jetzt schon die zweite Waffe zufällig? Nee, das ist eigentlich das hier mit der zweiten Waffe. Was, ich weiß es nicht genau, wie jetzt die Reihenfolge ist, aber man schaltet ja erst ab Stufe 2 und 3 den Tentatec-Kleckser frei. Dann kommt noch hier Klecksroller und Carbonroller und dann kommt noch Sniper. Ich werde das jetzt so von links nach rechts durchgehen oder halt, wie es halt... Naja... in unserem Menü aussieht, so von der Reihenfolge her. Aber ich werde es erstmal alles soweit kaufen, aber noch nicht anlegen, also nur ein paar erstmal. Ja, gut, ich habe es soweit verstanden, auch den Blaster, wenn es unbedingt sein muss. Also mit Blaster dann, wenn es dann soweit kommt, das wird schon mal richtig schwer, habe ich so das Gefühl. Aber naja, mal schauen. Kommt auch im Skill drauf an. Naja, wobei Skill jetzt nicht so viel drauf wert ist. Aber naja, gut. Naja, nicht so viel Geld verschwenden. Dann hole ich mir noch Sniper. Beziehungsweise den Kleckskonzentrator. Was hole ich mir noch? Dann hole ich mir noch den Schwapper. Und noch den Kleckskonzentrator. Dabei lasse ich es erstmal. Ich werde noch im Nachhinein noch so ein bisschen noch so sammeln. Also offscreen, weil ich will auch noch offscreen bis Level 10 kommen. Da können wir dann in Rangkämpfen uns dann austoben. Aber soweit ist alles in Ordnung. Aber ich hätte direkt switchen können, ne? Ah, das war jetzt etwas dämlich. Okay, dann gehen wir nochmal in die Aquakarte nochmal rein. Haben wir schon mal eine recht gute Auswahl, würde ich sagen. Startvorteil. Wofür war der Startvorteil nochmal? Die ersten 30 Sekunden eines Kampfes bewegen sich Tintenfisch und Inklingformen schneller. Naja,
schön und gut, aber naja, für 30 Sekunden, ob das jetzt so geil ist, naja, ich weiß nicht. Aber sieht eigentlich sogar ganz gut aus. Also, ich werde fürs erste Mal ein paar Sachen kaufen. Werde erstmal eine Weile behalten. Aber ich werde das nicht durchgehend jetzt nur mit denselben Kleidungsstücken jetzt kämpfen. Also, ihr werdet mal unterschiedliche Kleidungsstücke auf jeden Fall sehen. Das steht schon mal klar. Schnelle Rückkehr ist ganz schön. Startverteilen, das bringt nicht so viel. Was habe ich so das Gefühl? Aber ich nehme mal die Retro-Brille. Passt auch zu mir, würde ich auch mal so sagen. Aber halt nur ein Stern, was halt nicht so viel bringt. Deswegen nehme ich mir mal doch noch lieber noch den Anarchie-Mundschutz mit dazu. Den ich aber noch nicht anlege. Dann gehen wir noch hier rüber. Zur guten Quelle. Und der hat hier auch noch ein bisschen was zu bieten, aber überall nur ein Stern. Okay, nee, doch nicht. Boah, das sieht ganz nice aus. Dann nehme ich noch das weiße V-Shirt, was 2 Sterne hat. Vielleicht mit anlegen auf jeden Fall. Mann, die Kohle ist schon fort. Verdammt, Mann. Ah, Mann. Okay, bei Berg gibt es schon sehr gute Schuhe. Ja, ganz schön. Aber am besten immer so ab 2 Sterne oder 3. Lohnt sich ein bisschen mehr. Da hat man einmal die Kirschplateau-Sneaker und die weiße Plateau-Sneaker. Sieht alles beides so komisch aus. Wie sieht denn das so aus? Naja. Aber ich brauche 2 Sterne, das bringt mir mehr was. Sprunginfiltration. Was war das jetzt nochmal? Die Zielpunkte deiner Supersprünge werden vor weiter Entfernung Spielern verborgen. Also von den Gegnern quasi. Oder ich denk mal von den Gegnern. Ja. Bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, weil ein Stern bringt mir nichts. Und die Schuhe sehen etwas komisch aus, aber mir bleibt keine andere Wahl. Aber das ist schwierig, das ist das Gute, dass... Ach egal, dann nehmen wir hier erstmal die weißen Plateau-Sneakers. Nehmen wir die erstmal fürs Erste. Wird schon irgendwie passen. Und ja... Machen wir im Revierkampf weiter. Also würde ich sagen, sehen wir uns hier im Online-Match wieder. Also, bis gleich. Dann kann es hier wieder losgehen. Hier in der Perlmut-Akademie. Und ich habe mich doch umentschieden. Ich wollte eigentlich erstmal den Tentatec-Klexer nehmen. Aber habe mich jetzt umentschieden für den Carbon-Roller. Und der bringt mit sich den Tintenschorn und die Robobombe. Wobei ich die beiden sogar richtig gut finde. Die Robobombe ist irgendwie, keine Ahnung. Die hat irgendwie so eine eingebaute Suchfunktion. Irgendwie so. Aber die lässt sich eigentlich gut spielen. Beziehungsweise, naja, von der Zweitwaffe. Hier haben wir schon mal einen, aber der hat mich sofort gesplattet. Aber zum Glück habe ich ihn auch getroffen. Nice. Ich hätte fast den Tintenschauer gehabt, ey. Und zu dem Tintenschauer muss ich auf jeden Fall eins sagen. Ja. Den triggert irgendwie ein. Also so ist mein Gedanke irgendwie, weil... Das ist so ein dreckiger Reh, wo man zwar nur ein bisschen Schaden abbekommt, aber irgendwie... Naja, gut. Aber bringt schon was, würde ich sagen. So ein bisschen. Aber... So wie es scheint, könnten wir das gewinnen, wenn wir das alles beibehalten und schon wieder. Ey, was ist denn das? Ach, komm schon. So schwer kann das auch nicht sein. Wie sieht die Karte aus? Auf jeden Fall sehr gut. 3 auf 1. Alles klar, also wenn das nicht fair ist, dann weiß ich auch nicht. Kappa. Ah, ich habe hier einen. Komm schon. Okay, ein Assist. Naja, gut, egal. Besser als nichts. Das schon wieder vom Klecksroller. Was ist denn das, Mann? Das ist sogar wieder dasselbe. What the fuck, Mann? Ey, also ohne Witz. Fängt ja wieder wunderbar an, ne? Aber trotzdem mal ein bisschen an was einfärben. Auch wenn es nicht so viel was zum Einfärben gibt. Aber ich mach's einfach trotzdem bei. Oh! Zum Glück habe ich die Robobomben gesehen. Sonst wäre ich wieder gestorben. Hat ja, ich habe hier auch die Robobomben parat.
Geh weg, du Sniper. Ich habe sogar zwei erledigt. Okay, ich hab nur einen gesehen. Ja, ja, okay, gut. Je mehr, desto besser, ne? Es sind noch 40 Sekunden. Okay, einer an unserem Team hat die Tintenrüstung aktiviert. Wunderbar. Die bringt wenigstens sogar was. Ist zwar nur ganz kurz haltbar. Aber die bringt schon was. Damit kann man so einige Treffer kassieren. Und, okay, zweimal Assist. Wenigstens sind die beiden weg. Aber die wurde von einem Sniper vernichtet. Den Relax. Konzentrator. Ja. Okay, noch eine Sekunde. Das sieht gut aus. Okay, einer traut sich hier und will hier was einfärben, aber das könnte er vergessen. Wo ist er? Ach, hier. Mal schauen, ob ich ihn noch kriege. Ach, verdammt. Aber trotzdem haben wir schon mal dieses Match erfolgreich bestanden, ne? Sieht auf jeden Fall auch sehr gut aus. Wunderbar. 50 zu 28. So in der Drehe. Das ist ein nice Match für 6 Kills. Okay. Kam jetzt nicht so viel vor, hatte ich so das Gefühl. Aber es war halt ganz gut. Ich habe ja währenddessen noch so einen Coupon eingelöst, wo ich etwas mehr Erfahrungspunkte bekomme. Aber ja. Ich mache erstmal weiter für die nächsten Kämpfe hier im Carbon-Roller. Und ja, wir sehen uns im nächsten Match wieder. Naja, gut, dann sind wir halt nochmal in der Permut Akademie. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Und ja, mal schauen, ob wir uns diesmal wieder noch so gut anstellen. Es sei denn, das Team ist anders, das kann auch sein. Aber ja, mal schauen. Manchmal ist es Glück, manchmal ist es halt leider Pech und ja, manchmal kommt es auch aufs Team drauf an, wie es sich so anstellen. Was hat der hier vor, ey? Ja, ich habe den wahrscheinlich nicht mitgetroffen, weil irgendwie, keine Ahnung, warum. Aber wie denn auch sei, irgendwie rasiert unser Team irgendwie gerade, habe ich so das Gefühl, ne? Aber kann auch wahrscheinlich sein, dass sie irgendwie nur in die gegnerische Base wollen. Warum auch immer, aber okay, gut. Okay, Schwammraketen waren aktiv. Aber sofort wieder alles schön einfärben hier. Können auch mal ein bisschen auch ins gegnerische Team auch so ein bisschen. Okay, deswegen habe ich schon mal. Nein, will ich aber noch einsetzen. Also, weg. Dann setze ich ein bisschen ein. Ich werfe einfach so frei raus. Einfach so. Wird ja sich selber sowieso von selber verteilen, dass man daher. Ah, leider nicht mal getroffen. Okay, das. Das war keine gute Idee. Das war überhaupt keine gute Idee. Ach, Mann. Aber ich muss trotzdem sagen, mit dem Carbon-Roller lässt sich sogar sehr gut spielen. Das einzigste. Naja, ist schon so ein kleiner Nachteil. Man braucht mehr Treffer, um halt einen Gegner zu eliminieren. Das ist halt das Einzige. Aber mit ihnen, beziehungsweise halt mit dem Klecksroller, ist es halt etwas besser zu spielen. Er ist halt etwas auch mehr leichter Hand zu haben und auch in der Beweglichkeit ist man halt auch schneller als bei dem normalen Roller. Ach, Mann. Aber dann hat man halt auch als Klecksroller-Spieler halt nicht so eine ganz große Reichweite. Wie mit einem ganz normalen Kleckser zum Beispiel. Das ist, naja, etwas anstrengend. Okay, den Sprung habe ich jetzt irgendwie so richtig derbe verkackt. Ich versuche es einfach nochmal. Und Sprung. Wunderbar. Verdammt. Ich schicke jetzt einfach hier so einen Robocop, wo ich nicht richtig treffen konnte. Richtiger Fail. Mal schauen, ob das jetzt was gebracht hat. Nee, leider nicht. Warum versuche ich es einfach überhaupt? Warum versuche ich es überhaupt, ihn überrollen zu lassen? Ich hätte ich auch normal attackieren können. Wäre wahrscheinlich eine etwas bessere Idee gewesen. Aber okay. Ja, also das Ergebnis lässt sich auf jeden Fall sehr gut sehen.
Mehr als die Hälfte. Wunderbar, auf jeden Fall. Und ja, können wir gerne das weitergehen, aber allerdings, naja. Ich könnte jetzt irgendwas sagen wegen der KD, aber sowas wie eine KD gibt es ja nicht mehr. Aber gut. Okay, da haben wir einmal Supersprung und irgendwas mit der Hauptwaffe. Dass halt nicht so viel Tinte verbraucht wird oder so. Und Supersprung, ja, dass halt der Supersprung nicht mehr so lange dauert als sonst. Aber ja, gut. Ein letztes Match noch und bis gleich. Ja, ein drittes und letztes Mal nochmal in der Perlmut Akademie. Ja, wie der Zufall halt leider so will, sind wir halt jetzt schon zum dritten Mal da. Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt noch als andere Map noch verfügbar war. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Naja, egal. Dann geben wir hier noch ein letztes Mal unser Bestes. Ich habe wieder keine Tinte mehr. Sofort wieder aufladen. Okay, der hat schon wieder seine Schwammraketen gezückt. Wunderbar. Ich habe gleich meinen Regen dafür. Na komm. Okay. Werfen wir. Haben wir diesen. Was ist das? Ist das irgendwie so eine große Bombe oder was soll das sein? Nee, nee, nee. Du wirst uns hier nicht vollspritzen. Beziehungsweise nicht hier. Kannst du vergessen. Ich mach das jetzt so. Nein, dieser Kackregen. Boah, verdammt. Hab ich gar nicht bemerkt. Scheiße. Ja, hat mich doch gekriegt. Ey, wahrscheinlich. Tintendüserantrieb. Okay, heißt das wirklich so speziell? Heißt das nicht einfach nur so Tintendüser? Naja, okay, gut, egal. Na komm schon her. Mit deinen Kalligraphen. Wunderbar. Perfekt eliminiert. So muss das. Aber momentan stelle ich mich manchmal so ein kleines bisschen dämlich an. Oder halt nicht dämlich. Ich stelle mich dämlich an. Aber es sieht sogar wieder sehr gut aus. Ja. Lässt sich wieder sehen. Also mein Team. Ja. Ich habe ein perfektes Team gefunden erstmal, würde ich sagen. Das ist wunderbar. Mal wieder einer mit dem Junior-Kleckser hier unterwegs. Und man zeigt dich. Nein, was. Ey, ich hab den zigtausend Mal getroffen und ich sterb einfach so. Das ist manchmal sowas von lächerlich, ey, ohne Witz. Oh naja. Ach komm, kommt schon. Jungs. Eine Minute haben wir noch. Noch so viel einfärben wie möglich. Das bekommen wir schon hin. Ich werde jetzt auch nochmal hier so viel einfärben, wie halt nur möglich ist. Mit dem Roller geht das ja eigentlich. Wir haben ja schon so eine große Grundfläche. Ha, perfekt. Ist der eine schon mal sterben gegangen? Ja, hier ist auch noch mal eine Menge, ey. Na komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Damit habe ich es nicht gerechnet. Ja, genau. Okay, zum Glück ist er tot. Ja. Mann, hätte ich denken können. Hätte ich mir denken sollen, ey, aber nein. Ja, als ob ganz spontan einer mit Kalligraphen hier ankommt. Okay, haben noch einen. Nein, 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 du verpiss dich. Okay, noch einen vielleicht noch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, verdammt. Schade, schade, aber. Wobei, ja. Ah, es können aber trotzdem was werden. Es war doch gar nicht so knapp. Wir haben safe gewonnen. Also, ganz nice auf jeden Fall, ja. Eins nice Sache und ja, für das letzte Match war sogar sehr schön und noch nicht mal so krass herausfordernd. Okay, wieder eine Stufe frei und wieder Supersprung. Ist ganz schön. Ja, da würde ich sagen, ziehen wir hier einen Schlussstrich. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einer weiteren Partie in Splatoon 2 Online. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut.